Hallo, ihr Lieben. Ich möchte gerne heute eine wundervolle Dichte von Stefanie Kaiser vorlesen. Worte des Lichtes. Ja, einfach entspann dich. Und du kannst auch gerne liegen oder sitzen. In einer schönen, ruhigen Platz. Und atme schön tief ein und auf. Einatmen mit wundervoller Freude, Frieden. Mit dem Einatmen da rein und ausatmen. Alle Sorgen, alle Ängste einfach rausgehen. Mit dem Ausatmen. Ja, sehr gut. Und atmen nochmal schön tief ein und aus. Und du bist bewusst, dass du einatmen bist. Und dann ausatmen, weißt du genau, dass du ausatmest. Sehr gut. Dann machen wir weiter. Entspann dich und hör einfach meine Stimme. Ja, super. Du bist Schöpfer. Worauf du blickst, erhält deine Energie und wird größer und größer. Worüber du sprichst, erhält deine Energie und du wirst größer und größer. Was du bekämpfst, erhält deine Energie und wird größer und größer. Wovon du dich abwendest, das zerfällt. Denn ohne deine Energie hat nicht Bestand in deiner Welt. Erinnere dich und wähle weise, aus was du deine Aufmerksamkeit lenkst. Wem und was du deine Energie schenkst. Du bist kraftvoll. Du bist wichtig. Deine Wahl macht einen Unterschied. Richte dich aus auf die Liebe. Und die Liebe wird stärker. Richte dich aus auf das Vertrauen. Und das Vertrauen wird stärker. Richte dich aus das Licht. Und das Licht wird stärker. Nicht nur bei dir, sondern auch in deiner Umgebung. Und alles erreicht auch die Menschen in deiner Umgebung. Du bist Schöpfer und du bist wichtig. Gerade jetzt. Ja, das bist du. Du bist Licht. Du bist Liebe. Du bist Energie. Und du bist du. Hier und jetzt. Sei Vertrauen. Stolz auf dich. Ja, und weißt du, schön einatmen und aus.
ausatmen und du wirst den Frieden in dir spüren. Ich liebe dich. Dankeschön für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Minh.